Eintracht-Cheftrainer Josef Sina. Einen Punkt gerettet in allerletzter Sekunde. Kannst du mit dem Punkt leben? Ja, natürlich. Ein Punkt ist besser als gar kein Punkt. Sind aber trotzdem etwas enttäuscht, weil heute ist deutlich mehr drin gewesen. Haben gut angefangen, haben eigentlich alles unter Kontrolle gehabt und auch Torchancen erspielt. Gehen dann leider durch einen Einwurf, der dann durchrutscht und das dann einfach viel zu einfach in Rückstand. Und das hat dann ein bisschen das Spiel gekippt. Wir haben dann nicht mehr ganz ins Spiel gefunden, gerade in der zweiten Halbzeit. Kabach hat dann ja, mit ganz biederen Mitteln immer wieder Zeit geschändet, sich Fall auf den Boden hingeworfen und sich behandeln lassen, Bälle nicht rausgerückt, die ins Ausgegangen sind. Und so haben sie die Zeit ein bisschen versucht runterzuspielen. Und mich freut es einfach, dass die Mannschaft dann nicht aufgehört hat und bis zum Ende alles versucht hat und ja, dann auch verdient das 1:1 geschossen hat. Zweite Halbzeit hat deine Mannschaft dennoch nahezu nie den Weg tatsächlich in Tornähe Kabachs gefunden. Woran hat das aus deiner Sicht gelegen? Richtig, wir haben nicht mehr ganz klar nach vorne gespielt. Wir haben, die Bälle kamen zu kurz, wir konnten uns auch nicht mehr ganz entscheidend durchsetzen im letzten Drittel. Es war ein sehr zerfahrenes Spiel einfach in der zweiten Halbzeit. Und da müssen wir uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir nicht klarer und zielstrebiger nach vorne spielen. Und es ist wie so ein roter Faden, der sich durch die Auswärtsspiele zieht. Das hatten wir jetzt in der zweiten Halbzeit auch. In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel von uns. Gut, machen dann noch in der allerletzten Sekunde den Ausgleich. Spricht dann auch für die Mannschaft, dass wir nicht nachgelassen haben. Auch für Dominik Kintscher, ja, der den Ball mit der Brust annimmt und den dann so ins Tor befördert. Ja, ein Traumtor. Kintscher hat kurz vorher den Schuss gehabt, auch knapp am Pfosten vorbei, den er auch schon super trifft. Ja, können nicht viele. Kintscher hat die Schusstechnik und ja, freue mich für ihn, für den Jungen.